Gut, Panthers Haus. Panthers Haus benötigt einen Schlüssel. Oh, ihr könnt dieses Schloss nicht knacken, ihr benötigt einen Schlüssel, ja. In Ordnung, also gehen wir doch nicht ins Haus. Ob wir ihn hier irgendwie finden können? Was ist das? Was ist das? Schatulle durchsuchen. Jeros Tagebuch. Jawohl. Da haben wir das Tagebuch von Jero. Gut, das lesen wir auch gleich mal, würde ich sagen. Wo haben wir es denn? Jeros Tagebuch. Erster Brief. Mein Name ist Jero Sonnenwind und dies ist mein erster Lebensbrief. Gestern Nacht sprachen Sira und ich bis spät in die Nacht über unsere Pläne. An einem Zeitpunkt warf Sira ein, dass viele Visionäre eines Tages zu Zynikern werden, da sie ihre Ziele aus den Augen verlieren. Diese Lebensbriefe sollen meinen Weg dokumentieren. In Momenten der Schwäche will ich sie lesen und mich an das, was mir wichtig ist, erinnern. Dies ist also der erste. Erst gestern kam der Ordenshüter aus Ark ins Dorf, um mich zu einem Novizen zu machen. Und als wäre das nicht genug, stellte er fest, dass ich Magie in mir trage. Ist das möglich? Ich, ein Arkanist? Es fällt mir schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen. Mir ist, als ob all die harte Arbeit nun endlich Früchte trägt. Das bringt mich interessanterweise auf einen seltsamen, ja, irgendwie morbiden Gedanken. Vielleicht ist es auf eine traurige Art und Weise, vielleicht sogar gut, dass Mutter starb. Warum? Weil es mir die Augen geöffnet hat. Jetzt empfinde ich nichts als Unverständnis und ja auch Zorn. Für die Einfallspinsel des Dorfes, Kinder und Erwachsene zugleich. Tag ein, Tag aus ist es dasselbe. Sie stehen auf, arbeiten und lassen sich abends von den Baden berieseln. Sehen Sie denn nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Soll alles, was Sie der Welt hinterlassen, wirklich nur eine flüchtige Aufschrift auf dem Reisestein sein? Sira ist anders. Sie versteht mich. Wir teilen unseren Traum. Und wenn Meister Igratz sie als Lehrling akzeptiert, können wir uns auch für meine Zeit im Noviziat so nah sein wie jetzt. Okay, das scheint tatsächlich ein bisschen länger zu sein. Ich würde sagen, wir lesen immer mal wieder einen Abschnitt des Briefes. Oder des Tagebuchs. Finden wir jetzt hier noch irgendwas? Nee, das ist leer. Mit den Angeln können wir auch nichts machen. Gut. Dann könnten wir zusehen, dass wir uns eventuell dann schon mit Jesper treffen. Aber mich würde mal interessieren, ob wir hier irgendwo den Schlüssel finden können zu dem Haus. Da geht's dann schon wieder vom Haus weg. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Da drüben ist wieder was. Dann laufen wir da mal eben hin. Und da sind auch schon wieder... was sind das? Grubenratten? Ich glaube, ja. Jawohl. Abgebrannte Fischhäute. Und das Feuer werden wir bekommen, die Ratten gelegt haben. Wo ist sie denn? Ach, da. Gut. Ja, und sie sind leer. Oh Mann. Den Lachs können wir uns mal eben... Ach, guck mal an, was da ist. Ach, herrje. Ach. Ach, der grüne Neune. Leichen durchsuchen. Menschenfleisch? Nee. Das möchte ich nicht mitnehmen. Das magische Symbol nehme ich gerne mit. Truhe. Ja, das können wir alles mitnehmen. Ist hier noch irgendwas? Bekritzeltes Pergament. Ich habe Ladia gesagt, dass die Banditen gefährlich werden können, aber sie will diesen Ort nicht verlassen. Diese Schweine beobachten jede Nacht unser Haus. Ah, und anscheinend haben die zugeschlagen.
Oh Mann, die armen Leute. Ja, aber das Menschenfleisch nehme ich nicht mit. Ich weiß, dass das hier irgendwie traditionsreich ist mit dem Fleisch und all sowas, aber nein, das ist... Ach, guck mal, da ist noch ein Lager. Das gucken wir erstmal eben uns an, ob da noch irgendwas oder irgendjemand ist. Womöglich die Banditen, die das Haus angezündet haben. Dann können wir wenigstens uns noch rächen. Weil die armen Menschen retten jedenfalls. Ach, guck mal. Ja, dann lassen wir die mal eben hier ihr Ding machen. Und dann besorgen wir den Rest. Und jawohl, Stufe aufgestiegen. 5 Lernpunkte, sehr schön. Gut. In Ordnung. Dann... Ja, haben wir alles ein bisschen... Vandalen-Abenteurerin, okay. Gut, ja, das ist alles noch Einhand, Zweihand auf 16, Lichtmagie auf 16. Aber wir gucken mal, wofür wir uns letztendlich entscheiden. So, den Pfeil nehme ich gerne noch mit. Der ist leer. Was hast du so dabei? Nehmen wir einfach erstmal alles mit. So, ihr verbrennt keine armen Leute mehr hier. Nehmen wir auch einfach alles mal mit. Und ach, jetzt, verdammt. Ja, wir tragen zu viel. Dann schauen wir mal, ob wir eventuell noch was... Ne, die haben wir alle schon gelesen, ne? Können wir sonst noch irgendwas nutzen? Nein. Nein, auch nichts lernen. Dann würde ich ja schon fast sagen... Tja, so viel bringen die Sachen auch nichts, ne? Wenn man es verkauft. Aber ich behalte sowas immer ganz gerne, um dann auch das Schmiedearbeiten dran zu lernen. Was haben wir da? Okay, Lehrlingsbuch. Und das Geld, das nehmen wir mit. Das andere brauchen wir nicht. Und wir könnten noch eigentlich mal eben Sachen hier drin lagern. Dann sind sie wenigstens nicht weg. So, die Eisenäxte behalten wir eine von. Und, bei den Schwertern reicht auch eins. Das ist sowieso leicht hier. Ja, die Hacke brauchen wir. Was haben wir hier noch? Die können da bleiben. Das ist auch sehr schwer. Lassen wir das einfach erstmal da. Okay. Na gut.